Ernährungsuntersuchungen am lebenden Objekt sind zeitaufwendig. Oftmals sind lange Pausen zwischen den einzelnen Versuchen notwendig, damit sich der Körper wieder auf den Ausgangswert des Versuchs regulieren kann. Statt Versuche an Tieren durchzuführen, setzt die Universität Hohenheim auf das Computerprogramm DiabSim. DiabSim ist ein Computerprogramm, mit dem wir die Regulation, also die Steuerung unseres Blutzuckerspiegels simulieren können. Dabei geht es darum zu schauen, wie der Blutzuckerspiegel steigt nach einer Nahrungsaufnahme und wie er unter Vermittlung oder Beteiligung des Hormons Insulin wieder reguliert wird, also auf ein Normalmaß zurückgeführt wird. DiabSim ist deshalb eine ideale Alternative zum Tierversuch, weil es zum einen völlig ohne Tiere oder Versuchstiere auskommt und zum anderen können wir dabei die Regulation des Blutzuckerspiegels unter ganz verschiedensten Parametern testen. Das könnten wir mit einem Versuchstier so einfach und in diesem kurzen Zeitraum gar nicht mit den Studenten so einfach unter Verwendung von Versuchstieren machen, wie wir das hier ganz schnell mit der Simulation dann jeweils tun können.